Mittwoch, 7.31 Uhr, 43,18 mm. Wieso Schwein? Du hast das gesagt. Was Unverschämtheit. Oh. Aber wenn er der Origami-Killer ist, dann muss er doch Sean haben, ne? Das ist ja das Komische. Was? Ich doch nicht. Nein. Überhaupt nicht. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Aber wer schickt ihm denn so einen Brief? Personal, kein Absender drauf. Oh. Lockert. Ah, okay. Wir erinnern uns. Der Kioskbesitzer hat auch gesagt, er hat einen Schließfachschlüssel gekriegt. Lockerticket. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Ja. Vorne können wir nicht raus, ne? Da ist die ganze Presse, die Aasgeier, die warten da auf uns. Doch wir können vorne raus. Ich werde es aber hinten versuchen. Können wir mal rausgucken hier wahrscheinlich, oder? Ist sie? Die verdammte Presse. Das ist genau das, was wir gerade nicht brauchen. Gehen die Uhren. Die Uhren gehen gleich, ne? Hinsetzen brauchen wir uns nicht, oder? Ja, die Uhren gehen gleich, okay. Also die gehen nicht sofort, die gehen gleich, die Uhren. So. Ja. Einmal durch die Gasse wahrscheinlich. Aber ein bisschen rumgucken können wir hier, ne? Wobei, das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Was? Achso, hier ist ein Zaun. Ich schiel immer zwischendurch mal links auf den Chat. Nicht wundern, falls ich dann wie besoffen hier durch die Gegend renne. Aber das kennt ihr ja schon. Ich gehe hier nur. Was? Ich gehe hier nur. Na super, wahrscheinlich muss ich zum Auto. So, wissen die nicht, dass das unser Auto ist? Nicht? Krass, okay. Wisst ihr? Du läufst immer besoffen, nichts Neues dran. Ich hab's doch gewusst. Bloß nicht wieder ein Blackout kriegen. Ach, es muss. Ach so. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Okay. Er kann nicht. Ich drücke, aber er geht einfach nicht weiter. Wir müssen es da jetzt irgendwie durch. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Boah, ist ja richtig Sport hier.
Entschuldigung. Was will dieses Spiel von mir? Boah. Puh. Oh, ist ein Netz los. Teufel. Dad, wo bist du? Jason! Dad! Das ist... Jason! Das ist durchaus seltsam. Ja, wo bist du? Jason! Da. Platz da. Ich muss da durch, ich bin Arzt. Dad! Jason! Dad! Jason! Verdammte Kamera. Was denn? Irgendeine Wahnvorstellung, oder? Das war doch auch unser toter Sohn. Gepäckschließfächer. Luggage locker. Okay, diese Phobie vor Menschenmassen, die hat er ja... Wir erinnern uns, weil er im Einkaufszentrum seinen Sohn verloren hat. Reihe 18, Fach Nummer 3. Reihe 18, Fach 3. Ja. Reihe 18, Fach Nummer 3. Ja, wo geht's denn hier? Da. Reihe 18, Fach Nummer 3. 12. 15, Überwachungskamera, 16. Hä? 19? Fünf? 18, da. Fach Nummer 3. Geht auf. Ah. Genau wie bei dem Kioskbesitzer. Was war denn das? Ladebildschirm. Kann ich mir kurz jucken. So. Wo sind wir denn jetzt? Haben uns ein Hotelzimmer genommen. Ja, kein Wunder eigentlich, ne? Wenn die Presse da rumgammelt.
dann kann man das verstehen. Oh, ja, nichts dabei, wie es aussieht. Nur mit den Sachen, die wir am Körper tragen. Da steht der Karton, den gucken wir uns aber noch nicht an. Wir gehen erstmal um Klo. So. Die können aber auch mal auf Kommando, ne? Erstaunlich. Er zieht doch wenigstens ab. Mit der Dame eben haben wir nicht abgezogen, ne? Ich will jetzt erstmal Hände waschen. Schmutzige Absteige, hier mal nebenbei bemerkt. Oder auch Gesicht waschen, ist auch gut. So. Oh. Ich dachte, es wären Handtücher oder sowas, aber... Nein. Der erinnert mich optisch immer an jemanden. Ich glaube an unseren Nachbarn hier. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Okay, kann ich wieder rausgucken? Was ist das denn? Ah, der Kühlschrank. Oh, war ja. Noch nicht mal ein Whisky drin. Was ist das denn? Nachrichten? Berichten zufolge verschwand gestern im Laufe des Abends ein Junge aus dem Bezirk Stanton. Er wurde zuletzt mit seinem Vater im Park gesehen. Genaueres ist nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Fall Jeremy Bowles liegt der Verdacht nahe, dass der Origami-Killer erneut zugeschlagen hat. In diesem Fall stiege die Opferzahl auf 9. Naja, noch von Opfern sprechen, schon von Opfern sprechen ist ja... Ne, komm, ich vermute, wir müssen da irgendwie gleich durchfliehen oder sowas. Ja, jetzt gucken wir mal in diesen Karton. Bestimmt eine Origami-Figur. Ist ja was für eine Waffe. Oh. Origami-Figur, eine Waffe, ein Handy und eine SD-Karte, wie es aussah. 3, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Das ist das mit der Nummer 1. Das ist eine Ratte oder sowas, ne? Ach krass. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz 498 at Roosevelt Avenue, Lexington. Interessant. Wieso... Wieso schickt er uns das? Mit der 2 kann ich nicht öffnen, die SD-Karte. Ach, die können wir jetzt ins Handy packen. Also Akku, sorry. Der Akku. Da konnte man die noch rausnehmen, die Akkus. Loading. Hilfe. Dad. Sean. Wo bist du? Mir ist so kalt. Dad. Dad. Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Der will, dass der im Regen ertrinkt, ne? 5 Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. 5 Origami-Figuren. Auch von mir gute Besserung. Chat wird sich gerade über Erkältungen unterhalten. Okay. Nummer 1. Ja. Ja, obwohl, wenn der einem oder wenn der Killer uns eine Waffe gibt, dann ist das doch eigentlich kein gutes Zeichen.
Haben wir die jetzt mitgenommen oder hat er die wieder reingesteckt? Hab ich das nicht mitgekriegt. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ah, wieder der Ermittler. Also hier der. Er ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Interessant, der weiß das schon. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Ah, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Ich bleib mal ruhig. Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Und wie geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann. Das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Was ist denn das für ein Spinner? Auf ihn losgehen, nein. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifverfahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Wichser! Das reicht jetzt. Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Welch Wortgewalt, aber echt, ne? Ich glaube aber, wir haben ihn richtig erwischt damit. Mit ruhig bleiben. Da ist er voll ausgerastet. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Naja. Oh. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Halt. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet.
Das ist die Tür, ne? Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Der Antichrist als Polizist. Oh, das reimt sich sogar. Kannst du auf ein Schild malen. Die Wände sind vollgeschrieben. Alles Zitate aus der Bibel. Okay. Alle Latten hat er auch nicht mehr am Zaun. Das ist ja wohl allen schon klar. Oh. War hier nicht auch noch eine Tür, yo? Okay, der kennt da echt gar nichts. Multivitamin, na gut. Was für eine komische Bude einfach. Hallo? Ich will, dass du da lang gehst. Wo sind wir denn jetzt hier? Achso, in dem Raum wieder. Alles klar. Ja lecker. Wenn alles abkratzt, kriegst du noch eine Portion raus. Kühlschrank. Bei potenziellen Killern guckt man doch gerne in den Kühlschrank. Auch hier Medikamente. Ich will aber in den Kühlschrank gucken. Kann ich nicht in den Kühlschrank gucken? Och Mann. Gut, dann schauen wir mal hier. Oh nein. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Arbeit verhaftet, Alibi, Kreuze. Kreuze. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Oh. Das ist aber nicht schön. Arbeit? Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Ah ja, Alibi? Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Blake, was soll das? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr, immer mehr, das reicht. Nicht wahr? Lassen Sie ihn in Ruhe! Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Kater, Scheiße! Die Stimmen quälten Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Stopp! Stopp! Das reicht! Sie gehorchten, damit sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Nein. Stopp. Stopp. Wieso kann ich hier rumlaufen? Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein. Hey, Typ. Sie sind der Antichrist. Oh. Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, noch mal. Los! Den
Den Antichrist tötet man doch nicht mit einem Revolver. Dafür hat er viel zu viel Macht. Antichrist, Schwachsinn! Nehmen Sie die Waffe weg! Lieutenant Blake wird jetzt die Erde verlassen. In diesem Moment kehrt er ins Schattenreich zurück. Wesen der Finsternis, ich befehle dir, kehre zurück ins Reich der Schatten und gib unserem Nathaniel Frieden. Dämon! Ja, du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Ich will Ihnen helfen, Nathaniel, sich von den Stimmen zu befreien. Aber Sie müssen mir vertrauen. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren. Und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. Jetzt zurück. Langsam. Die Waffe runter! Runter, Nathaniel! Die Hände hinter den Kopf! Umdrehen! Boah! Ups! Ich habe ihn erschossen! Yep, sieht so aus. Es war nur ein Kreuz. Ja, super. Wirklich schade. Los, wir gehen. Das war Reflex. Alter, warum, Stiggy? Tja, Reflex. Ich hatte den Zeigefinger noch auf dem Abzug.